Hans Kahr, Sie sind Präsident von Economy Suisse. Vor zwei Jahren ist es ja zu einem ziemlichen Knall gekommen, auch hier im Haus bei Economy Suisse. Es war die Zeit, wo die Abzockerinitiative verloren gegangen ist. Man hat hier Economy Suisse verantwortlich gemacht, eigentlich, dass die Abstimmung verloren gegangen ist. Jetzt sind zwei Jahre vorbei. Wie hat sich Economy Suisse entwickelt seither? Insgesamt kann man sagen, wir sind, zumindest was den Verband anbetreffen tut, in deutlich ruhiger Fahrwasser. Wir haben die personellen Entscheid getroffen, die es braucht hat in der Geschäftsleitung. Wir haben größere Geschlossenheit bei den Mitgliedern. Wir haben sehr viel investiert, auch in Kommissionsarbeiten, dass die politischen Vorlagen entsprechend gewissenhaft und engagiert auch bearbeitet werden. Also insgesamt, glaube ich, in ruhigem Fahrwasser. Was uns enorm wichtig dünkt, weil wir brauchen all diese Kräfte natürlich nicht für interne Sachen, sondern eigentlich dafür, dass wir uns für einen attraktiven Wirtschaftsstandort einsetzen können. Sie haben sich Anfang des Jahres das Credo gegeben, dass der Stil von Economy Suisse partizipativer soll werden. Was verstehen Sie darunter? Wir sind so an sich der Auffassung, dass es nicht lange einfach nur von Kampagne zu Kampagne springen, sondern wir sind der Meinung, dass die wirtschaftspolitische Themen und Diskussionen eigentlich über das ganze Jahr diskutiert werden. Mit anderen Worten, wir sollten permanent im Dialog sein, im Dialog auf der einen Seite mit der Bevölkerung, weil es irgendwann zu Abstimmungen kommt, und auf der anderen Seite mit Politikerinnen und Politikern. Und darum sind wir der Meinung, Dialog ist ganz ein wichtiger Punkt, wo man das ganze Jahr durch eben muss machen. Der zweite Punkt ist, das lange dann nicht, wenn das vielleicht nur ein paar wenige Exponentinnen und Exponenten machen, sondern es sollten viel mehr Leute aus der Wirtschaft, Unternehmerinnen und Unternehmer, sich an so einem politischen Dialog beteiligen, ebenfalls ganz, ganz wichtig. Aber selbstverständlich kommen wir nachher immer wieder Abstimmung. Und in Abstimmung ist der Ton natürlich dann viel schärfer und es findet weniger Dialog statt. Da sollten vor allem die Argumente im Vordergrund stehen. Wenn man vergleicht Economy Suisse bzw. Vorgängerorganisation vor Ort, das war viel deutlicher gewesen. Also die Organisation hat viel deutlicher Position bezogen. Läuft man nicht Gefahr, dass man im Stil jetzt für Economy Suisse fast ein bisschen zu lieblich wirkt und kaum mehr Positionen bezieht? Ich glaube nicht. Das ist auf der einen Seite mal schwierig, immer zu vergleichen, wie die Situation früher war. Die Frage ist ja, was hat heute Erfolg oder was müssen wir machen, dass wir glauben können, Erfolg zu haben. Und da kann ich nochmal betonen. Das eine ist Dialog. Permanente Diskussion über Sachen, das bedeutet auch zuhören. Das hat mit Akzeptanz, das hat mit Vertrauen auch in die Wirtschaft zu tun. Und auf der anderen Seite, wenn man in der Abstimmung ist, dann wird der Ton selbstverständlich schärfer. Und wenn Sie jetzt zurückschauen, in den letzten 12 Monaten haben wir 10 wirtschaftspolitische Vorlagen gehabt. Alle 10 wirtschaftspolitischen Vorlagen haben wir gewonnen. Nicht nur gewonnen, sondern sogar deutlich gewonnen. Ich würde sagen, von dem her ist es zumindest bis jetzt aufgegangen.